Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Autobahnraser 3. Los! Dann wollen wir mal durch Berlin heizen. Muss jetzt ja erstmal ein bisschen leiser machen, aber da fliegen einem ja die Ohren weg. So, mit unseren pinken Flitzern. Wir hatten es ja. Also Flitzer. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge, Ende der letzten Folge gesehen, dass die Reise nach Berlin geht. Die Besprechung dazu, die kennen wir ja schon in- und auswendig. Ist ja nicht unser erstes Rennen, was wir hier haben. Beziehungsweise Checkpoint-Abfahren. Ganz klar wieder, wir sammeln erstmal wieder grob, so wie wir es gewöhnt sind, erstmal das Geld ein. Hoppala. Und schau mal, wie viel wir zusammenbekommen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das einiges sein wird. Was ist denn hier los? Drei Taxis ineinander? Oh Mann. So, konnte ich gerade so schnell resetten, wie das wieder passiert ist. Aber Checkpoint noch rechtzeitig bekommen. Ah, jetzt müssen wir bloß hier irgendwie durch. Danke, dass die Polizei uns hier hilft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft schon mal alles ganz, ganz gut. Wir schleichen uns hier immer noch dran vorbei. Und guck mal, hier haben wir den Weihnachtsmarkt. Konnten wir auch schon mal ein bisschen was mitnehmen. Drüben wäre direkt... Oh, wir haben jetzt auf beiden Seiten wieder was, wo wir was einsammeln können. Zack. Zack. Ein ganz schönes Chaos hier. Ich glaube, wir müssen gleich auf die andere Seite, wenn wir das hinbekommen. Ah, komm, 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 komm. Rüber mit dir. Sehr gut. Achtung, Winterdienst. Na, jetzt gerade so ein bisschen Problem mit der Lenkung wieder. Aber vom Schadenslevel geht's eigentlich gerade. Ne? Da gibt es eher weniger Probleme. So, da drüben wäre noch was zum Einsammeln. Aber das werden wir wohl nicht jetzt kriegen. Nachher holen wir uns das. Da wäre ein Blitzer. Den haben wir abgeräumt. Schubst der mich hier an? Da weißt du gar nicht, wie die geschieht hier. Also, einmal nach drüben. Nee, nicht ganz. Aber wie gesagt, ist erst die erste Runde. Noch ist alles ganz entspannt. Wir haben auch jetzt schon 3550 Euro eingesammelt. Ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Ah... Ich wollte doch bloß mein Auto reparieren lassen. Na dann nicht. Aber dasselbe hatte ich ja auch. Dasselbe Problem hatte ich ja auch am Flughafen gehabt, ne? Wo es quasi in den LKW reinging. Das hat auch nicht so wirklich geklappt. Oder ins Flugzeug. War ja auch so ein Ding. Ah, die Taxis. So. Vielleicht können wir hier genau ein bisschen was einsammeln. Und kommen wir durchs Schild? Nein, knapp verfehlt. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Erste Runde, noch ist alles offen. Nachher werde ich dort langsam vorbeifahren und das schön einsammeln. Naja, mit diesem netten Fahrzeug ist das halt so ein bisschen schwieriger, ne? Sobald du auch gerammt wirst und alles, da verlierst du komplett die Kontrolle über das Fahrzeug. Auch wenn wir es nach einer Weile dann immer wieder mit hinbekommen, aber das dauert dann halt seine Zeit. Ah, komm, komm, komm. Ja. Einmal 100 Euro eingesammelt. Ey, wir sind schon bei 4850. Ja, Radarbonus. So, da drüben sind direkt... Oh, schön, dass Krüger uns den Weg frei macht. Das ist aber echt nett von dem. Das ist ein guter. Das ist ein guter. So, Auto wieder komplett repariert.
Zeit für den nächsten Checkpoint, würde ich sagen. So, schauen wir mal, wo wir den nächsten Checkpoint herfahren können. Direkt wieder Blitze übersehen gehabt. Ach, gar nichts eingesammelt. Komm schon. Hier werden wir doch wohl durchkommen. So. Ich werde dann mal am Ende dieser zweiten Runde schauen, wie viel Zeit wir noch haben, bis wir halt den nächsten Checkpoint einsammeln müssen. Und werde dann vielleicht noch mal ein kurzes Stückchen zurückfahren, um vielleicht die ein oder anderen, die ich jetzt nicht so bekommen habe, noch einsammeln. Aber das kommt halt drauf an, wie viel Zeit wir noch haben. Weil ich würde ja schon gerne so etwa 6.000 oder 7.000 Euro für die nächste Runde gerne einplanen. Aber wenn wir jetzt alleine durch das Schild fahren und diese rote Eurozeichen kriegen, da hast du ja auch nochmal 1.000 Euro drinnen, ne? Also so ist es nicht. Werden wir, denke ich mal, so oder so erreichen. Dass ich zumindest diesen Mindestbetrag schon mal mit drinne habe. Ah, da sind kleine Kisten. Genau, und auch wieder 100 Euro drin. Jetzt läuft es mal endlich in eine Richtung, die mir richtig gut gefällt. Hier die restlichen Euros noch mit eingesammelt und 5.700 drin. Ja, machen wir uns erstmal unverwundbar. So, hier waren wir jetzt schon mal gewesen. Drüben war ja der Kreisverkehr, da haben wir alles glücklicherweise eingesammelt. Das heißt, wir können jetzt erstmal richtig rumfahren. Sehr schön. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Da haben wir sogar noch was. Jawoll! 6.200 und wir haben noch nicht mal die 1.000 von dem Schild erreicht. Also diesmal haben wir wirklich wieder richtig gutes Gold gemacht. Geld gemacht. Geld, Gold. Komm, die 100 Euro nehmen wir mit. Komm. Na, dann nicht. Bleiben Sie hier. Reicht's mir aber ja. So. Vielleicht können wir jetzt unser Auto noch mit reparieren. Jetzt fahren wir mal. Na gut, nicht unbedingt den LKW wieder. Ich kenne mein Auto, aber hier auf dem Fußweg werden wir sicherlich gut repariert werden können. So. Ja, Radarbonus ist drin. Und jetzt hole ich mir auf jeden Fall die 1.000 Euro. Nö, die 1.000 Euro, die holen wir nicht. Ob das pinke Flitzerteil das will oder nicht. Ja, ohne wären wir heute hier nicht weggegangen. Das hättest du vergessen können. So, wir haben jetzt 7.300 zusammen und vor dem Tor wartet ja, vor dem Berliner Brandenburger Tor, so rum, warten ja auch nochmal 1.000 Euro, die wir nehmen könnten. Heißt, wären wir sogar schon, wir sind ja jetzt schon über dem, was ich eigentlich erreichen will, ne, mit 7.300. Die Polizei, die gönnt mir auch nichts, hä? So, komm. So, und jetzt aber. Genau. Wir versuchen alles grob erstmal einzusammeln, was wir so kriegen können. Wenn es jetzt nicht 100% alles wird, das ist mir auch jetzt nicht so wild. Weil ich, wie gesagt, 7.000 war das eigentlich, was ich gesagt habe, was ich mitnehmen möchte.
Und das haben wir ja jetzt schon weitestgehend drin. Für die nächsten Strecken. Ich hatte es ja schon mal einmal in den Kommentaren gesagt. Auf jeden Fall bei den pinken Flitzer, was mir besonders wichtig an Tune-Up sind Reifen und Beschleunigung. Wenn ich das drin habe, ist der halbe Miete. Sehr gut. So, jetzt haben wir das schon mit eingesammelt, den Checkpoint. Und jetzt holen wir uns die 1000 Euro. Hehehe. 8.950 Euro. Und hier haben wir nochmal 500. 9.000. Jetzt reicht's mir wirklich. Reicht. Mehr kannst du nicht erwarten von dem Teil. Das reicht. Das ist perfekt. In der Zielgeraden eingeschlagen. Und ich würde sagen, ich beende das. Es sieht nicht gut aus. Wir haben es hier mit echten Profis zu tun. Ich werde Verstärkung anfordern. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Bis dahin, euer Buddy und ciao.